mehrdimensionale Differentialrechnung. Ich knüpfe direkt an das, was wir letztes Semester schon gemacht haben zur Differentialrechnung. Das heißt, es geht auch wieder ums Ableiten. Allerdings jetzt mit einer kleinen Erweiterung. Wir starten mit einer Funktion, die nenne ich mal f. Eine Funktion, die jetzt von mehreren reellen Variablen abhängt, also eine mehrdimensionale Funktion, die aber auf eine reelle Zahl nur. Was hier reinkommt, das ist ein Vektor, und zwar ein Vektor von reellen Zahlen, n-dimensionaler Vektor. Damit das Ganze ein bisschen griffiger ist, starten wir mal mit einem Beispiel. Wir nehmen eine Funktion von zwei reellen Zahlen in die reellen Zahlen und der Funktionsterm hängt von diesen beiden Variablen ab. Die taufe ich hier x und y und der Funktionsterm heißt x² minus 2x hoch 3 mal y plus 3y. Also im Prinzip sehr ähnlich wie im eindimensionalen Fall. Sie haben halt die zweite Variable dabei und die zweite Variable, die hat jetzt nicht die Eigenschaft einer Konstanten, dass man sie sich so vorstellen kann, als sei es einfach eine Zahl, die ich aber nicht kenne, sondern das ist auch eine Variable, die ich jetzt in dem Fall jeden reellen Wert annehmen kann. Und beide Variablen, wenn ich mir jetzt so ein Pärchen überlege, zum Beispiel hier 2 und 3 einsetze, dann kann ich dann Funktionswert dazu ausrechnen. Und so kriege ich für jedes Pärchen von x und y einen entsprechenden Funktionswert. Auch das haben wir schon mal gesehen letztes Semester. Und vielleicht können Sie sich auch erinnern, da hatten wir auch dann uns überlegt, wie kann man denn beispielsweise jetzt so eine zweidimensionale Funktion, also zwei Variablen auf eine Variable abgebildet, wie kann man die grafisch darstellen? Es geht nicht mehr so einfach wie im eindimensionalen Fall, dass Sie eine Kurve zeichnen, sondern Sie müssen sich dann entweder mit so einer Pseudo-3D-Darstellung behelfen oder Sie generieren einen Höhenlinienplot, bei dem Sie dann von oben quasi drauf gucken und anhand von Farben oder verschiedenen Schattierungen und Höhenlinien sehen, welchen Funktionswert Sie haben für jedes Pärchen von x und y. Dunkel bedeutet hier in dem Fall niedrig. Hell bedeutet hoch, das heißt vermutlich ist in dieser Blase hier irgendwo so ein größter Wert, da ist ein kleinster Wert. Hier auf den Linien sind die Werte alle gleich groß, da haben sie so eine Höhenlinie. So, aber wir wollen jetzt einen Schritt weitermachen, weil das Kapitel heißt ja mehrdimensionale Differentialrechnung. Das heißt, wir wollen ableiten. Und dazu brauche ich jetzt einen neuen Begriff, das ist der Begriff der sogenannten partiellen Ableitung. Ich möchte es jetzt ganz bewusst erstmal nicht formal definieren, sondern ich versuche das Ganze zu umschreiben. Wie leiten Sie denn so ein Ding ab? Wenn Sie sich jetzt irgendeinen beliebigen Punkt hier rausgreifen, sagen wir mal den hier. Jetzt möchte ich wissen, wie steil ist denn die Funktion hier? Wo gucken Sie denn hin? Wenn Sie jetzt in die Richtung schauen, dann haben Sie bestimmt eine andere Steigung, wie wenn Sie in diese Richtung gucken. Also stellen Sie sich mal vor, wir schauen in diese Richtung. Wie steil ist denn dann unsere Funktion? Na, da wird es tendenziell runtergehen, weil hier ist so ein Loch. Okay, aber ich könnte ja genauso gut sagen, mich interessiert die Steigung in diese Richtung. Jetzt wissen wir, das ist eine Höhenlinie, also heißt, wenn Sie im Gebirge unterwegs sind und Sie laufen hier entlang, dann ändert sich an der Steigung gar nichts. Sie laufen immer auf der gleichen Höhe. Das heißt, wenn Sie in die Richtung gucken, dann ist die Steigung null. Da geht es absolut flach weiter. Je nachdem, welche Richtung Sie sich aussuchen, haben Sie immer eine andere Steigung. Aber wenn Sie in die Richtung gucken, dann wird es tendenziell vielleicht ein bisschen nach oben gehen. Hier ist es definitiv so, wenn ich in die Richtung gucke oder in die Richtung, dann geht es runter. Wenn ich in die Richtung oder ja, vielleicht in die Richtung hier gucke, dann wird es tendenziell eher raufgehen. Es geht nicht, dass wir einfach nur eine Steigung pro Punkt ausrechnen, eine Ableitung, so wie Sie es im eindimensionalen Fall kennen. Das reicht nicht, sondern wir müssen das differenzieren. Und die Idee, die man jetzt hat bei dieser partiellen Ableitung, ist folgende. Man sucht sich den Punkt, um den es jetzt geht, und wir rechnen jetzt zwei spezielle Richtungsableitungen aus. Das heißt, wir schauen erstmal, wie steil ist es denn, wenn ich hier in Richtung der positiven x-Achse, das hier unten ist die x-Achse, wenn ich in Richtung dieser positiven x-Achse laufe, was ist denn dann die Steigung? Und die zweite spezielle Ableitung ist die Ableitung in Richtung der positiven y-Achse, also in Richtung dieser Achse. Und dann überlegt man sich eben, ja, wie steil ist es in der Richtung, wie steil ist es in der Richtung. Und mit diesen beiden Steigungen kann man dann
Wenn man die zusammenfasst und mischt, kann man jede andere Steigung im Kreis ausrechnen. Aber das ist die erste Idee, Steigung in Richtung der positiven x-Achse. Diese Steigung, die kriegt einen Namen, das ist die partielle Ableitung in Richtung der x-Achse, also in x-Richtung. Und das nennt man die partielle Ableitung in Richtung der y-Achse. So, die nächste Frage ist, wie macht man denn das? Wie rechnet man jetzt diese Steigung aus? Ich habe ja zwei Variablen, wie leite ich denn da jetzt ab? Da ist die Idee folgende. Ich möchte wissen, wie steil ist es im Punkt, wenn ich hier in Richtung Osten gucke, also in Richtung der positiven x-Achse. Ja, dann sehen Sie, das ist jetzt hier markiert, dann habe ich einen konkreten y-Wert. In unserem Fall ist es hier der Wert 1,0, so ungefähr, für den Punkt. Sie können jetzt diesen y-Wert einsetzen. Ja, ich könnte jetzt einfach sagen, ich setze für y 1,0 ein. Dann hat die Funktion nur noch eine Variable. Der Rest ist Agmat erwiesen. Dann weiß ich, wie ich damit umgehen muss, kann ich ableiten und kann die Steigung entsprechend bestimmen. Die Strategie wäre, erst das y einsetzen, hier, und dann ableiten. Und wenn Sie wissen wollen, wie steil ist es in der Richtung, dann mache ich das Ganze genauso. Ich nehme von dem Punkt aus in Richtung y-Achse, überlege mir, naja, ich habe jetzt hier in dem Punkt natürlich auch einen festen x-Wert, nämlich ungefähr minus 1,2 in unserem Fall, und dann rechne ich von diesem Punkt aus, ich setze für x minus 1,2 ein und dann kann ich nach y ableiten. Jetzt ist die Frage, kann ich das für jeden Punkt machen? Natürlich können Sie es für jeden Punkt machen. Es ist halt ein bisschen umständlich. Das heißt, wenn ich jetzt für jeden Punkt, wenn ich da die Ableitung bestimmen möchte nach x und nach y, erstmal die eine Koordinate einsetzen muss und dann jeweils die andere und dann nach der einen ableite und dann die andere Koordinate einsetzen, nach der anderen ableite, dann haben Sie ganz schön viel Arbeit. Jedes Mal, wenn Sie eine neue partielle Ableitung ausrechnen wollen, müssten Sie jeweils die Koordinaten wissen von dem jeweiligen Punkt vorher, damit Sie die Steigung in dem Punkt ausrechnen können. Das macht nicht so richtig viel Spaß. Das heißt, die Idee ist, kann ich mich davon lösen, dass ich diese Koordinate 1,0 oder minus 1,2 hier für den x-Wert konkret einsetze, sondern kann ich nur so tun, als ob ich sie einsetze. Und genau das ist die Strategie bei dieser partiellen Ableitung. Wir tun so, als ob wir x bzw. y einsetzen und leiten dann nach der jeweils anderen Variable ab. Wir wollen die Steigung in Richtung der Koordinatenachsen bestimmen. Dazu, wir betrachten eine Variable. Wir setzen alle anderen Variablen konstant. Tun so, als ob da eine Zahl steht, auch wenn wir keine einsetzen. Also wir lassen den Buchstaben stehen, aber behandeln sie, als sei es eine Variable. Ich schreibe das jetzt mal ein bisschen allgemeiner auf. Nehmen wir mal an, wir haben eine Funktion, die von n Variablen abhängt. Na, die heißen dann halt nicht x und y, sondern heißen x1, x2, x3 und so weiter. Na, dann kann ich beliebig viele reinpacken. Und das Ganze soll auf die reellen Zahlen abgebildet werden. Und der Funktionsterm, der hängt dann jeweils ab von x1, x2 und so weiter bis xn. Gibt es ein neues Symbol? Das ist hier so ein merkwürdiges D, ist kein Delta, kein griechisches, sondern so ein nach links gebogenes D, was typischerweise daherhalten muss für diese spezielle Art der Ableitung. Also dieses df nach, und jetzt leite ich nach irgendeiner von diesen Variablen ab, nach irgendeinem x13, x17 oder x2, was auch immer Sie wollen. Diese Ableitung hängt dann immer noch von allen Variablen ab. 2, Punkt, Punkt, Punkt. Irgendwo gibt es dann dieses xi. Hinten raus habe ich dann noch ein xn. Dieses xi ist unsere Variable, um die es jetzt gerade geht. Nach der möchte ich ableiten. Das ist jetzt eine relativ umfangreiche Schreibweise, wenn Sie das so hinschreiben. Da gibt es auch noch eine Faulenzer-Schreibweise dafür, die Sie natürlich gerne verwenden können. Wenn Sie dieses f hinschreiben, unten in den Index die jeweilige Variable, nach der hier abgeleitet werden soll, dann ist das völlig in Ordnung. So können Sie das machen. Ja, wie liest man sowas? Da sagen Sie dann, das ist die partielle Ableitung von f nach xi. Ein Beispiel. So, unser Funktionsterm von vorhin, den grabe ich nochmal aus. F von x und y. X Quadrat minus 2x hoch 3y plus 3y. Das ist ein sehr einfacher Funktionsterm, von der nur solche polynomialen Terme. Das müssten wir hinkriegen. Ja, jetzt möchte ich diese Funktion partiell ableiten
und zwar nach der Variablen x. Das Ganze soll von x und y abhängen. Okay, wie geht das? Jetzt haben wir gesagt, wenn ich nach x, also nach der einen Variablen ableite, dann verwandelt sich die andere Variable jeweils in eine Konstante. Ich tue so, als ob tatsächlich eine Zahl dahinter steckt. Sie werden vermutlich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich das vorzustellen, ja, weil ich jetzt sozusagen diesen Rollenwechsel im Kopf durchführen muss und die umschalten muss, die Funktion der jeweiligen Variablen. Deswegen würde ich Ihnen als Tipp, na, wenn Sie sagen, okay, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was passiert denn da eigentlich, setzen Sie einfach eine konkrete Zahl ein. Tun Sie so, als ob statt y hier 17 stehen würde. Und dann überlegen Sie, wie würden Sie das jetzt ableiten, wenn da jetzt 17 stehen würde. Also angenommen, x² minus 2x hoch 3 mal 17 oder irgendeine andere Zahl, ist völlig egal. 3 mal 17. Wie wäre denn jetzt hier die Ableitung, wenn ich das jetzt hier ableiten würde? Na, dann kein Problem, das können wir alle. Die Ableitung von x² ist 2x. Hier wird abgeleitet. 2x minus Ableitung von x hoch 3 ist 3x² mal 2 sind 6x². So, der Faktor 17, der würde einfach stehen bleiben. Das ist ein konstanter Faktor, beim Ableiten spielt der keine Rolle. Und da hinten raus, 3 mal 17 ist eine Zahl und die Ableitung von der Zahl ist 0. Das heißt, unsere Konstante, also hier 17, die taucht hier hinten in der Ableitung auch wieder auf. Und genauso mache ich das jetzt mit der allgemeinen Darstellung. Das heißt, unsere Ableitung hier nach x wäre dann 2x minus 6x². Und das schreibe ich natürlich nicht 17, sondern ich schreibe y hin. Plus 0, der Term hinten raus fällt weg. Ja, also das ist der hier. Der ist, wenn Sie nach x ableiten, konstant aus Perspektive dieser x-Koordinate. Das ist die partielle Ableitung nach x. Wie gesagt, wenn Sie es kurz schreiben wollen, dann schreiben Sie in dem Fall f und dann die Variable x hier unten in diesen Index. So, das gleiche Spielchen machen wir jetzt noch für die Variable y und dann, wie gesagt, partielle Ableitung von f nach y hängt aber auch wieder von beiden Variablen ab. Gleiches Spielchen, nur mache ich jetzt statt einer Konstante für y, es steht statt x hier eine Konstante. Setzen wir 13 ein statt x. Na, dann wäre hier 13 Quadrat minus 2 mal 13 hoch 3 mal y plus 3 mal y. Wie sieht die Ableitung aus? Noch einfacher wie gerade eben. 13 Quadrat ist wieder eine Zahl. Die Ableitung von der Zahl ist 0. Dann minus 2 mal 13 hoch 3. Das ist auch eine Zahl. Die könnte ich ausrechnen. Ich kann sie aber einfach stehen lassen als Faktor, als konstanten Faktor. 2 mal 13 hoch 3. Und dann kommt mal y. Y, die Ableitung von y hoch 1 ist 1 mal y hoch 0, also 1. Und hinten raus haben wir auch die Ableitung von 3 mal y ist 3 mal 1 oder 3. 3 mal 1. So, das heißt, unsere Variable, die taucht wieder auf, ne, das ist das x, sodass dann unsere partielle Ableitung in dem Fall so aussehen würde, 0 minus 2 mal x hoch 3, mal 1 kann ich weglassen, plus 3. So, das ist also die partielle Ableitung dieser Funktion nach y. Das ist unser Ergebnis.